Herzlich willkommen zurück bei Redfall mit Fera. Hi, und mit Bea. Gut so. Hey, ich hab einen Stufenaufstieg bekommen. Geil. Nicht. Oh, hab ich mich erschreckt, weil dieser blaue Blub auf mich zugerast kam. Ich glaube, ich werde paranoid. So, wir haben uns schnell was zu trinken geholt. Wir machen jetzt weiter in der Aufnahme. Vergesst gerne nicht, den Algorithmus in den Kommentaren zu grüßen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Oder grüßt meine Nasenhaare, wenn es euch damit gut geht. Jo, Grablocke hier. In allen. War egal, wer Hauptsache, sie ihr schreibt was in die Kommentare. Genau, das wird uns sehr weiterhelfen und uns freuen. Wir freuen uns natürlich auch beide über ein Abo. Bea ist wie immer im Endscreen und in der Videobeschreibung verlinkt. Genau, Fera seht ihr auch, die ist auf dem kleinen i oben rechts bei euch im Bildschirm und natürlich auch in der Infobox verlinkt. Beziehungsweise im Titel. Verlinkst du mich im Titel? Warum tust du sowas? Weil du dazu hörst in die Folge und deswegen bist du im Titel verlinkt, dass man nur auf dich raufklicken muss, damit man es einfach hat. Okay. Ich hacke. Ja. Wir wissen alles über dich, Miss Whisper. Wir haben alles. Zischen wir ab. Nein, genau, tun wir nicht. Wohin zischen wir denn ab? Wir müssen das Ding hier verteidigen. Ach so? Komm mit erhobenen Händen raus. Wir kriegen das hin. Highground suchen, ne? Ja. Echt? Au! Nicht so nah an die Stromkästen übrigens. Der letzte. Hoffentlich. Und mehrere noch? Bei dir? Ja, ich hab's mal markiert. Aber Feiglinge lassen sie nicht rein. Okay, der Blitz hat sie einfach gekillt. Nice. Ja! Blutsack. Und Vampir. Aui! Das kann ewig weitergehen. Ach. Da ist noch ein Blutsack. Ey, Stufenaufstieg. Flieg los, Vogel. Meine müssten noch einige kommen. Sind die erst bei 55%? Stirbt einer, ist das scheiße für den Rest. Nicht so weit. Corvus Corax. Aber das ist kein gewöhnlicher Name, oder? War es das jetzt schon? Da haben wir jetzt gerade so eine Nachladephase für den Bosskampf. Und jetzt auf so eine Stromleitung drauf. Ja, da hinten kommt was. Nö, nicht schon wieder die. Scheiß Siphon. Piss dich. Oder Wanderin, keine Ahnung. Gut.
reicht jetzt mal, Leute. Ich hab dich. Oh! Verdammt! Au! Ist tot der Vampir? Ja, hier sind noch Blutsäcke. Hinter dir. Jesus. Ich galt mal als erbarmungslos. Erbarmungslos, absurd. Aber immer. Warum sagst du jetzt Jesus? Weiß ich nicht. Ich bin doch beschwert, dass nichts passiert. Ja, kommst du hier hin? Wohin denn? Mir hier, ja. Warum? Weil hier geht's weiter. Und man muss da anscheinend für zusammen sein. Und jetzt? Geh nach Anna und dem anderen Typen. Okay. Oh. Hab das Ding mal. Wie going? Ich bin ein Springpferd. Ich hab immer Panik, dass meine Aufnahme nicht läuft, ne? Ich hasse es, ja. Wer ist da? Niemand. Niemand. Wow, voll das Lager da. Da hinten ist noch so eine. Ja. Hier ist was zu mitnehmen. Bestätigt. Ja. Ja. Jemand hat hier Waffen zurückgelassen. Eigentlich ja, was für ein Scheiß. Ganz geil, dass sie für die Munition für den Pflockwerfer einfach immer irgendwas Spitzes ist. Hier ist es ein Speer, vorhin bei der Ische war es ja ein Messer. Natürlich. Bald kommt der Turm. Naja, lieber jetzt, ganz ehrlich, als wenn wir das nächste Mal ein Spezialvampir in der großen Schlacht töten und das Ding dann kommt. Ja, das stimmt. Warum ist hier so Rauch? Keine Ahnung. Du hast deine Markierung weggemacht. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja. Gut, na dann los. Selber erstmal wieder gucken. So fertig, los. Und wir stehen schon direkt da. Na gut. Bist du da? Ja. Es ist ein Mädchen. Ein Mädchen? Sehr schön. Geht es ihr gut? Nein. Sie ist gesund. Habt ihr meinen Namen ausgesucht, bevor... Joe wollte ihr den Namen seiner Mutter geben. Kann er knicken. Ich nenne sie Hope. Nach natürlich. Meiner Großmutter. Und weil... Naja, schau dich mal um. Hope ist ein schöner Name. Ich bringe Volle sie Tiername. Zum Zentrum, wenn sie sich ausgeruht hat. Danke. Du hast uns drei gerettet. Gott, schaltet doch mal das Ding in Aussehen. Sobald er aufstehen kann, gehen wir zum Meereszentrum. Instant reisen, ne. Meereszentrum. Ja. Ich kann mir das Kindergebrüll nicht mehr anhören. Jo, Junge. Also nichts gegen alle Leute, die Kinder haben. Ihr macht das ganz toll und so, aber es ist echt anstrengend. Mein Beileid. Kinder.
Kinder sind wirklich anstrengend. Ich verlange alles von dir. Mhm. So, wir haben Fähigkeitenpunkte. Punkte. Oh, die Wein, dass Schusswaffen und Nahkampfangriffe machen Vampire schneller und länger verwundbar. La Corvus schon sehen. Ja, das finde ich schon sexy. Das machen wir doch einfach mal. Ich skill anders, als ich neulich noch geskillt hätte. Ach, ich habe hier noch zwei Blutrelikte gefunden. Die verwerte ich auch mal. Das gibt Credits. Mhm. Ich sag es mal, wie es ist, wa? Heißt Nova-Dinger, ne? Zwerfisch und Zwerfisch. Oh ne, warte. Oh, Kacki. Das war jetzt dumm. Naja, dann war das jetzt halt dumm. It is what titties. Mein Rabe. Stufe 12. Hui. Ich wollte jetzt sagen, genau, nee, nicht mein Rabe. Wenn Gegner markiert sind, kriegen sie jetzt mehr Schaden. Hi. Sorry. Bin leider beschäftigt. Geil. Alles okay? Ich will einfach mal gucken, ob es so besser ist. So, ich bin bei Perfectly Normal als automatisches Sturmgewehr. Ja. 30% zusätzlicher Schaden. 10% 10 Patronen mehr im Magazin. Zertrümmert versteinerte Gegner schneller. Die andere automatische Sturmgewehr. Ja, ist scheiße. Habe ich umsonst Geld ausgegeben. Macht ja nichts. Aber die Ifrit ist. Die ist definitiv besser. Die ist einen Level höher. Der Danke, nochmal. Ist auch besser als der Butcher Bird. Okay, cool. Jut. Hallo. Hallo. Hi. Mausi, du kannst dich auch auf das Sofa drauflegen, mein Schatzi. Du musst nicht davor liegen. Fundsachen haben nur Scheiße drin. Aber wer liegt denn hier rum? Mädel! An dir ist nichts kaputt! Auf zu chillen! Komm, ich komm, ich komm. Einer von uns. Na, starte mal. Bellwether ist verdammt gut in Form. Bloody Tom hält sich für einen Gott. Hab eine Kultistin dazu gebracht, ihn zu verraten. Er hieß Thomas Killdeer. War Hirnforscher. Avum hat ihm alles bewilligt. Ließ ihn Türen zu Orten öffnen, die nicht existieren sollten. Seine eigenen Welten. Wie die Nester oder das Versteck vom Hollow Man. Er hat sicher irgendwo ein Relikt. Sein Kult hat sich auf dem Bladewell Campingplatz verschanzt und das Ding müsste gestürmt werden. Zumindest wollten wir das. Aber Bloody Tom hat andere Pläne. Na dann, lassen wir ihn mal besser nicht warten, ne? Mhm. Wir haben hier eine Mission, wo wir sind. Das ist ein gelber Kreis.
Und ansonsten habe ich noch zwei markiert. Und zwar Watts Gemischtwarenladen und der Obstgarten. Ja. Meinen mal weg. Ich würde sagen, wir gucken erstmal kurz hier bei uns. Ich denke mal, das wird uns weiter rausführen. Und dann sehen wir ja. Bloody Toms Bote ist, glaube ich, draußen. Hör auf, Sachen zu markieren, die ich nicht markieren will. Oh, das. Dinge so sehen, wie ich sie gemacht habe. Edison war ein Niemand ohne wirkliche Ambitionen. Wenn ihr seht, was wir haben, wollt ihr es auch. Glaub nicht. Meine Anhängerschau ist auf dem Campingplatz. Ich habe meinen Anteil. Sie nehmen euch auf. Aber so du vergleichst ständig Knochendichte, Haut, bla bla bla. Schließt euch mir an einmalige und transzendiert. Ich will euch wann anders unterhalten, ihr zwei Spannungen. Ist so. Nicht jedes Mal, wenn so. Nur, wie schnell sie sterben. Meine Forschung könnte da helfen. Wenn das so ist, bringe ich dir natürlich gern Exemplare. Ja, dann. Und jetzt? Der Kreisel weg. Das war's schon. Na gut. Ja, jetzt müssen wir hinten zum Campingplatz. Wir da oben zum Zelt. Ja. Wollen wir da kurz zu den Gemischtwarenladen und zum anderen Ding? Müssen ja, wir mehr oder weniger. Markierst du die? Ich habe das Hauptziel markiert. Der Typ ist mir einfach zu laut mit seiner Umgebungslautstärke, ey. Wir haben alles schon mega leise eigentlich gemacht. Und es ist trotzdem maßlos laut. Was explodiert denn hier? Ich glaube, das ist einfach das Wetter. Wir sind 99% beim Turm. Dann wird das Wetter doch mal schlecht. Ich höre eine Grabglocke hier drin. Ja. Hier ist sie. Ja, es mein Warnkorb. Es dringt durch jedes Herz, jede Ader. Sie atmen es. Es bestimmt ihr Denken. Waxworms. Coole sind Dashmints. Warum nimmt er sich keins? Hier liegt noch eine Handfeuerwaffe und hier ist noch eine Reisetasche. Ja. Und hier ist noch ein kleiner Safe. Und den habe ich nicht gesehen. Den mache ich auch. Ist, an den Kassen ist eigentlich immer ein kleiner Safe mit dran. Macht Sinn. Entschuldigung, ich habe schon wieder gerülpst. Kommt bei mir trotzdem nicht an. Aber bei meinen ZuschauerInnen kommt das an. Jetzt genderst du auch noch. Ich wollte gerade sagen, nach der Aussage habe ich direkt 50% der Follower verloren. Ich verstehe es nicht. Also ich finde es auch ungewohnt, weil es halt einfach nicht von Anfang an selbstverständlich war. Mein Gott. Ich finde auch immer Schala Habibi ungewohnt. Aber es gibt halt Schlimmeres. Ich weiß nicht. Halt was jeder für sich selbst entscheidet. Ja. Nur weil ich die Entscheidung für mich getroffen habe, heißt es ja nicht, dass jemand anders dann auch machen muss oder sich dazu gezwungen fühlen muss, nur weil ich halt eine Entscheidung für mich getroffen habe. Also es kann dir ja wirklich Lack sein, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ja. Es schränkt dich ja auch nicht ein. Ich erlaube dir hiermit weiterhin so zu sprechen, wie du möchtest. Das ist sehr nett von dir. Ich würde es auch ständig vergessen, einfach weil es halt für uns noch nicht von Anfang an normal war. Oh. Das Geräusch ist ständig dabei.
Brauchst du ein Bier? Warum kannst du den großen Seesack nicht looten? Ah! Bist du gerade ins Feuer gelaufen? Nein. Sicher? Ja, guck doch, ich hab nichts verloren. Was denn dir dann so wehgetan? Guck mal da. Das Quad. Ja, ich hab kein Standbild. Toll, danke. Ich hatte ein Standbild, ich konnte nicht weglaufen. Bist du gerade etwa in das brennende Quad gelaufen? Nein, ich stand vorher schon in der Nähe, als du es gesagt hast. Und ich konnte nicht weglaufen, weil irgendwas hier in der Umgebung gerade lädt und ich ein Standbild hatte. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, das tut weh. Was? Okay. Also verstehe den Fallschaden. Ich bin einfach runtergefallen, aber es hat keinen interessiert. Achtung, Turm! Ja. Also, das ist jetzt ein Fresser. Vorsicht! Danke. Junge, okay, eskaliert. Steht drin, dass ich nicht von den Blitzen getroffen werde. Komm raus. Wow. Mami. Aber das ist kein Gewinn. Der ist bei mir gerade durch den Boden gefallen. Nach, was ich da gerade Schönes gekriegt habe. Halbautomatische Schrot. Das ist. Nimm ich. Pacific Rim, eine Klappschrotflinte. Die will ich nicht. Und ein Blutrelikt auf Stufe 11. Oh, stimmt, habe ich auch noch eins gekriegt. Aber das ist schlechter als das, was ich habe. Das macht mehr Gesundheit, aber mehr auch nicht. Feuerbird. Ich höre schon wieder eine Grabglocke. Haben wir einen heißen Tipp für euch? Ja. Habt ihr diese glühenden Haare gesehen? Wer hinterlässt die? Und was sagt sie da? Snacks. Da ist ein Scharfschützengewehr. Hallo? Hier. Ja. Hörst du sie auch? Nicht. Bin nicht sicher. Der Toast sieht so eklig aus. Okay. Wieso? Weil er maßlos verschimmelt ist. War das auf dem Dach oder so? Guck mal, hier geht es hoch. Schließ mal die Tür auf hier. Mach mal.
Tschüssi. Ja, schön. Noch eine Munitionskiste. Denn es ist eine Verbindung. Sie nennen es Trance. Wir haben es anders genannt. Denn es ist eine Verbindung. Hier ist was zu mitnehmen. Bestätigt. Redfall, zuhören. Nein. Mal alles kaputt machen. Ja. Put, put. Auf, Junge. Ja. War der Gemischwarenladen. Na jut. In der nächsten Folge gehen wir dann in den Obstgarten. Würde ich sagen. Dass wir in der nächsten Folge in den Obstgarten gehen. Alles klar, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Redfall mit Vera und Bea. Ciao! Ciao!